Ein neues Video, ein neuer Talk, meine Lieben. Heute mit quasi meinem eigentlich Experten für jedes Format. Also wir sprechen heute über... Naja, ist schon so. Wir sprechen heute über Promi Big Brother. Ihr habt euch das ja von mir gewünscht, dass ich auch mal so ein bisschen was zu sage. Bezogen auf, wie finde ich die Staffel, wie finde ich den Cast, wie finde ich das mit Iris, was sage ich zu den Gerüchten über Yvonne. Ja, vielleicht sage ich auch was zu Jamila, weil das ja auch gerade so ein großes Thema ist. Wir gucken mal, wohin sich das entwickelt, ja. Und ich bin natürlich auf deine Meinung gespannt, weil sonst hätte ich ja auch einen Monolog jetzt hier führen können als Video, weißt du? So wie immer. Das stimmt. Du hast schon einen Weihnachtsbaum. Ich habe meinen auch. Ja, schon, aber der kommt eigentlich dann darüber. Aber wir haben den gestern schon geholt von weiter weg. Und der muss noch geschmückt werden irgendwann im Dezember. Habt ihr ihn selbst geschlagen? Nein, aber jemand aus der Familie. Okay. Also hat er praktisch mit Kind und Kegel und Weihnachtsbaum zurückgefahren. Hey, das Auto war so voll, es war unfassbar. Ja. Naja, du bist ja klein, zierlich und schmal. Dich kriegt man ja in jede kleine Lücke rein. Das stimmt. Ja. In dem Sinne, ja. Fangen wir an. Promi Big Brother. Ich hatte übrigens schon ein Recap veröffentlicht für diejenigen, die auch ein paar Sendungsausschnitte sehen wollen, können das auf meinem Kanal gerne anschauen. Denn da sind so die Highlights der ganzen Woche drin. Promi Big Brother 2023. Also man könnte ja meinen, also es ist nicht nur meine Meinung, sondern aus meinem Umfeld, ja, mit meinen Trashies, wo ich ja ab und zu auch mal eine Folge oder so schaue, haben alle irgendwie gesagt, sag mal, müssen die sparen? Das ist so eine Sparversion dieses Jahr. Und den Eindruck hat man leider, ne? Ja, ich sage jetzt mal was Positives und ich muss natürlich mal was Kritisches sagen. Also generell gab es ja im Sommer schon die News, ich glaube damals auch bei DWDL, dass die in ein neues Studio oder besser gesagt in ein neues Gelände ziehen. Sie sind aus den MMC-Studios raus, wo das immer gedreht wurde. Da sind auch die meisten Sachen, wenn dort gedreht, kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen auskennt. Auf jeden Fall sind die umgezogen. Viertelfinale beispielsweise. Genau. Und man muss jetzt auch nichts vormachen, man zieht ja nicht um, wenn man nicht davon profitiert. Also bedeutet, die werden dort einfach eine günstigere Location bekommen haben. Und ich habe auch gehört, gab es damals sogar einen Artikel darüber, ProSiebenSat.1, dass es da Sparmaßnahmen gibt. Habe ich sogar gepostet. Ja, deswegen wurde ja zum Beispiel auch dieses Magazin Red eingestellt und läuft nicht mehr das ganze Jahr über. Und ich finde, das merkt man auch. Ich glaube zum Beispiel ehrlich gesagt, dass das Publikum, was es nicht mehr gibt, das wurde ja damit begründet, dass man... dass man nicht möchte, dass die Bewohner eine Reaktion sehen, ob die beliebt sind oder nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es einfach mit den Kosten zu tun hat, weil die Ticketpreise sind lächerlich. Manchmal kriegen die Leute das sogar kostenlos hinterhergeworfen. Und ich wüsste auch nicht, wo man da jetzt Publikum unterbringen sollte in diesem Gelände. Das heißt, man müsste wieder extra was anbauen. Das ist wieder ein Kostenapparat, der ist nicht nötig. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie es ist. Wenn man es jetzt mal mit letztem Jahr vergleicht, Mike, ich weiß nicht, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, sieht man schon, dass es eine Sparstaffel ist. Und jetzt kommen wir bitte nicht mit dem Argument, das soll so sein, weil das soll an die erste Staffel damals erinnern, weil ich gebe jetzt mal eine steile These ab für nächstes Jahr. Das wird auch nächstes Jahr nicht anders aussehen, ja? So, jetzt hake ich ein. Ja, bitte. Also, die hätten es auch noch billiger haben können. Die hätten noch einfach in der Platte in Marzahn drehen können. Oh mein Gott, das habe ich gestern zu meinem Freund im Auto gesagt. Ich habe gesagt, es sieht aus und es ist gar nicht wertend gemeint, weil das kann ja auch eine Staffel sein, die das Motto trägt, keine Ahnung, Marzahn 2023. So, aber an das muss ich auch denken. Ich dachte mir einfach so, warum drehe ich einfach eine Plattenbau? Also, es fehlt mir hier schon ein bisschen mehr Interaktion. Weißt du, vor allen Dingen auch... das Live-Publikum hat natürlich auch diesen Live-Charakter schon unterstrichen. So könnte man ja fast schon meinen, dass die Moderationen vorab gedreht wurden, ja, und nur noch Teile davon live sind. Das ist so ein bisschen schade. Das fand ich, hat es auch immer so ein bisschen nochmal ausgemacht, wenn dann eben auch Fans, Familie oder wie auch immer da waren. Die Kandidaten haben sich gefreut, wenn sie ihre Partner vielleicht gesehen haben oder ihre Kinder oder wie auch immer. Ja. Also,
Ja, das fehlt mir jetzt schon. Und mir fehlt halt auch das Thema. Ich habe mich immer sehr über die Themenauswahl gefreut bei Promi BB. Jetzt klar, Weltall war jetzt vielleicht nicht ganz so mein Thema. Nicht, damit könnt ihr, weil ich nicht so überhaupt gar nicht der Science-Fiction-Fan bin. Aber ich fand den Märchenwald damals ganz toll und so weiter. Also das hat mir schon alles irgendwie immer sehr, sehr, sehr gut gefallen. Auch letztes so Dachboden und dann Werkstatt und Luxusbereich. Das war ja auch alles sehr schön gemacht. Und dieses Jahr ist halt für mich kein Thema und kein roter Faden dadurch dann auch erkennbar. Stimme ich dir total zu. Ich möchte aber noch mal ganz gerne was zu dem sagen, was du vorher gesagt hast mit Live-Charakter, bla 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 blub. So, das ist natürlich immer alles eine individuelle Geschmackssache. Ich sage dir ganz ehrlich, ich war von Anfang an kein Fan davon, dass man bei Promi Big Brother versucht, eine Art Dschungelkopie zu etablieren, weil ich mich ja daran erinnere, dass das normale Big Brother einfach davon lebt, dass man einfach eine ganz normale Tageszusammenfassung jeden Tag zu sehen bekommt, natürlich zu einer anderen Uhrzeit. Und dann gibt es, glaube ich, einmal die Woche, ab Montag oder whatever, wann eine Art Live-Show. Ich finde diese Lösung, die, von der ich gerade gesprochen habe, bei dem normalen Big Brother besser, weil ich das Gefühl habe hier, und das finde ich in der aktuellen Staffel krasser denn je, dass dadurch immer weniger aus dem Haus gezeigt wird, weil man füllt das mit Moderation, man füllt das mit Gästen, man füllt das mit 20 Minuten Weg ins Studio, um eine Challenge zu machen und. Vielleicht ist es in dieser Staffel sogar ganz gut, dass es diesen Live-Charakter hat, weil ich mag Big Brother total als Konzept. Aber ich habe ja nicht alle Folgen dieses Jahr gesehen, aber wenn ich dann reinschalte und der erste Zusammenschnitt, den ich sehe, sind Duschszenen, dann weiß ich als alter TV-Hase, und das weißt du auch, Mike, ja, wenn man Duschszenen zeigt, dann ist nichts anderes passiert. Und das ist natürlich schwierig, weil du dann irgendwie siehst, dass das Konzept nicht aufgeht. Und noch ein Satz dazu, bevor du das gerne kommentieren darfst. Nein, ich brauche kein Krawall, nicht zwangsläufig. Ich erinnere mich an die Staffel mit Hubert Paas und Richter Gnadenlos. Was habe ich gelacht über diese beiden Männer, ja? Aber nichts davon findet ja so richtig in dieser Staffel statt. Ich habe das Gefühl, da passiert den ganzen Tag nichts. Ja, das hat ja Paulina auch geäußert. Der konnte ich ja nur zustimmen, als sie gesagt hat, sie wusste gar nicht, wo sie hier gelandet ist, weil einfach gar nichts passiert und das sehr sinnlos ist. Du hast natürlich als Produktion, ich meine, das weißt du auch, du warst ja auch schon in einer Reality-Show, ne? Du hast natürlich als Produktion nie die Garantie, dass der Cast, den du ausgewählt hast, dass der auch am Ende des Tages aufgeht. Ne? Du castest immer die Konstellation, so wie du glaubst, dass sie am spannendsten ist, aber am Ende weißt du nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ich glaube, damit kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, dein Fachgebiet, Iris und Peter. Was willst du denn da wissen? Naja, also erstmal, pass auf, Folgendes. Erstmal hier wieder. Also wir haben ja, bevor das Ganze losging, einen Talk gemacht, falls du dich daran noch erinnerst. Ja, ich erinnere mich, so lange ist noch nicht her. Ja. Und da sagte ich schon, dass Peter da nicht performen wird und man sieht immer weniger von ihm. Man sieht nur noch sekundenweise, dass er mal irgendwo durchs Bild huscht. Er performt einfach nicht, er ist nicht der Entertainer, er ist auch nicht der geborene Entertainer. Und deshalb zweifle ich da auch mittlerweile so eine Ballermann-Gesangskarriere auch an, weil der Unterhaltungswert. Ja, aber Marcia, jetzt mal ganz kurz fairerweise. Ich glaube, ich habe das damals auch gesagt, dass Peter natürlich nicht unbedingt mega performen wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es bei den anderen selbsternannten Entertainern wie Ron Bilecki etc. auch nicht der Fall ist. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ich halte von diesem Peter, also von dieser Entscheidung, Peter und Iris in diese Show zu bringen, gar nichts, weil ich finde, dass das generell eine Konstellation ist, also eine Trennung aufzuarbeiten. Das ist ja das, was der Sender möchte. Ich finde, das hat bei Big Brother einfach nichts zu suchen und ich finde, das macht das Format kaputt. Ich erinnere mich auch dran, du wirst es vielleicht besser wissen, warum sind die nicht so prominent getrennt gegangen? Iris hat damals, glaube ich, gesagt, dass sie sich das nicht vorstellen kann. Das finde ich auch legitim und das kann ich auch total nachvollziehen. Ich hätte diese Geschichte aber ehrlich gesagt lieber dort gesehen als hier. Und jetzt kann man natürlich sagen, das, was Iris auch gesagt hat, ja, ich wusste ja nicht, dass Peter da reingeht. Peter sagt, ja, ich wusste ja nicht, dass Iris da reingeht. Ja, wir wissen alle, dass die Kandidaten nicht darüber informiert werden, wer reingeht. Aber ich sag mal, ganz so blöde sind wir doch jetzt alle auch nicht. Das konnte man doch erahnen. Gerade in diesem Jahr.
Natürlich konnte man das ahnen und ich glaube, die haben es ja viel mehr Zunder und Zoff dargestellt. Aber ich meine, die haben ja so viele Monate einfach auch abgeliefert, was die sind, glaube ich, selber müde über die Geschichte, die jetzt da weiter abzuliefern. Also, ja, natürlich wäre prominent getrennt das bessere Format gewesen, das stimme ich dir zu. Mhm. Da geht man auch bewusst hin, um auch nochmal etwas zu klären aus einer Partnerschaft. Also beide hätten sich entsprechend schon mal drauf vorbereiten können auf diese Aussprache. Und ja, also Big Brother hat es aber versucht, wenn du dich erinnerst, mit Melanie Müller und ihrem Mann, dann letztes Jahr mit Valentina und Chan. Also immer wieder kommt doch hier der paartherapeutische große Bruder rein und möchte hier irgendwie Gutes tun. Ja, und das finde ich halt auch total fehl am Platz. Ich muss auch sagen, dass die Performer, also sie haben ja einen Cast zusammengestellt. Das kann man hier natürlich immer wieder kritisieren. Im Vorfeld, als wir das gesagt haben, hat sich einfach auch sehr vieles bestätigt. Also Jelis zeigt nicht wirklich sehr viel oder sehr viel, was wir eben nicht wissen. Es kam nochmal die Geschichte auf, die Ochsenknecht-Geschichte. Es kam nochmal kurz die Yannick-Geschichte auf, der ja auch dann kurioserweise in dieser Aftershow dabei war. Das fand ich ein bisschen deplatziert, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil man wertet ja dadurch, indem man die Geschichte, die so übel geendet hat, ja auch die eigenen Teilnehmer da drin ab. Ja. Und das finde ich also auch äußerst unglücklich. Ich finde generell die Gästeauswahl in der Late-Night-Show mega unglücklich. Also du kannst nicht fast nicht ankommen. Es ist so viel Fremdscham dabei, von der Moderation beginnend über die Gästeauswahl. Weißt du, was ich da für ein Gefühl habe, wenn ich mal kurz reinhaken darf? Klar, es wird auch Ausnahmen geben. Ich kann jetzt nicht alle Gäste dir benennen, aber zuletzt hatte ich das Gefühl, die haben einfach nur Leute aus Köln und Umgebung genommen, um sich die Reisekosten zu sparen. Und da haben sie einfach Hinz und Kunz eingeladen. Das kann natürlich sehr gut sein. Wirklich jetzt, ne? Verstehst du? Jetzt pass mal auf, du warst ja im Urlaub. Zu dir, das kam diese Aussprache, ja, von Peter und Iris. Und weißt du, wer dazu geladen war als Beziehungsexperte? Nee. Calvin Kleinen. Ach du Scheiße. Ja. Also nichts gegen Calvin. Na, ich mag Calvin, aber nicht in dieser Konstellation. Ja, aber doch nicht. Also bitte, bitte, was verstehst du? Also, ey, nee. Mhm. Hätten sie mal mich eingeladen, hätten mehr dazu sagen können. Dass sich die beiden jetzt natürlich im Haus auch, ich sag mal, relativ gut verstehen, überrascht mich auch nicht, weil du weißt ganz genau, wie das ist. Wenn man so mal ein Instagram-Beef hat und Iris hat immer was gepoltert und dann hat er was gepoltert und es hat sich ja immer wie so ein Ping-Pong, ja. Wenn du dann aber der Person gegenüberstehst, ist das eine ganz andere Situation. Und am Ende waren die auch, oder sind sie ja noch, fast 20 Jahre verheiratet. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die gute Zeiten hatten, sonst wären es ja keine 20 Jahre gegangen. Natürlich gehen die sich da drin nicht an die Gurgel, weil die ja trotzdem irgendwie, auch wenn das natürlich alles ein bisschen in die Hose gegangen ist am Ende, ja, natürlich haben die ja irgendwie Sympathien trotzdem füreinander. Ja, also jetzt, weißt du, was ich nicht, dann gibt es eine weitere Sache, die ich definitiv nicht verstehe. Okay, sie haben jetzt irgendwie nur 3 Container und wohl keinen Luxusbereich. Ich weiß, du hast es aber irgendwie gepostet. Oh, ich glaube, ich dachte, das ist der Luxusbereich. Ach, das ist du. Ich dachte, das? Ja, ich glaube, es war ein Foto davon, ja. Und dann saßen die vorher in so einem Raum, ich habe die nur in einem Raum gesehen, dann habe ich gecheckt, das ist der Raum, wo die immer rein müssen, wenn irgendwelche Spiele umgebaut werden oder so. Egal, okay, ja. Ja gut, okay, also danke. Ja, weil du hattest mir das so impliziert mit diesem Luxus. Ja, ja, nee, gibt's nicht. Okay, gut. Und dann wird natürlich probiert, die wieder auszuhungern. Also selbes Prinzip wie beim Dschungel, nur mit noch schlechterer Nahrung, also Haferflocken. Dazu kommt, dass sie ja dann ein Element des Erspielens des Essens, das kennen wir natürlich nun seit 2004 aus, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das wurde übernommen. Parallel wurde ein Ranking-Spiel gemacht, was der Wand der Wahrheit entspricht, von Kampf der Reality Stars. Da wurde also jetzt ein bisschen reingemischt. Ja, wenn ich den Leuten Schlaf entziehe, Essen entziehe,
Zuckerentzieher, Alkoholentzieher, wie sollen denn die performen, wenn ich doch eh nur Schnarchnasen da rein? Ja, danke, danke, Michael. Danke. Ron Bilecki, also keiner kann doch irgendwie, weißt du, Ron Bilecki muss einen Kasten Bier hinstellen oder eine Flasche Wodka und dann haben wir da auch Performance. Aber das Prinzip, sorry, dann muss ich halt mal sagen, hey Leute, ihr habt heute mal 50 Euro, kauft mal beim Penny was ein, ja. Oder wie auch immer, ganz egal, auf jeden Fall kann da niemand abliefern, weil du musst dir ja auch vorstellen, so ein Format ist einfach lange. Und jetzt, ich war in zwei großen Shows und in beiden großen Shows verbringst du die meiste Zeit damit mit Warten und Rumsitzen, bis dann irgendwann mal was passiert. Aber Michael, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin so froh, dass du das gerade gesagt hast. Da muss man einer, da muss ich dir zustimmen. Also erstmal hast du natürlich mit allem Recht, was schlafen soll. Und ich muss auch ehrlich sagen, wo sind wir denn inzwischen angekommen, dass wir glauben, dass wir immer diesen Essensentzug machen müssen? Was soll das? Jetzt mal ehrlich, mach es doch so, dass du denen, ich sag mal, normale Grundnahrungsmittel gibst, ohne dass sie hungern müssen, wenn das ein durchschnittlicher Bereich sein soll. Und dann haben sie die Möglichkeit, bestimmte Luxussachen wie Schokolade, Alkohol, was auch immer zu erspielen. Aber dieses permanent die Leute auf Null rapsetzen, finde ich total lächerlich. Und jetzt kommt nämlich das hinzu, was ich immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, macht doch mal einen Bereich und nicht immer zwei Bereiche, weil damit separiert ihr ja immer die Gruppe. Oder ihr macht zwei Bereiche getrennt mit einem Zaun, wo die sich aber unterhalten können, dass du trotzdem dieses Spiel spielen kannst. Ja? Aber so, wie das jetzt umgesetzt wird mit einem Bereich, das ist ja eigentlich das, was ich wollte, macht es euch auch gar keinen Sinn. Und das hängt natürlich auch mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast. Sorry, ich verstehe es nicht, warum man die Leute immer aushungern lassen muss, weil das ist doch klar, dass die nicht performen. Das ist doch klar. Pass auf, weißt du, du musst natürlich jetzt auch mal sehen, Pennymarkt ist da großer Sponsor, wird ja auch immer am Schluss nochmal groß genannt. So, warum machen die nicht einfach zwei Spiele oder von einem Spiel zwei Runden mit verschiedenen Teilnehmern? Die einen erspielen ein Budget fürs Essen und die anderen ein Budget für Getränke und Sweets, sag ich jetzt mal. Ja. So, da hättest du dann in jedem Falle, selbst wenn du da mal das Essensbudget klein ist und das Getränkebudget hoch ist, sind sie wenigstens besoffen. Also alles mehr als das, verstehst du? Aber ich finde, ich finde wirklich, das ist total nervig, wenn man wirklich grundlos und das gibt's ja, also weißt du, klar, wenn du jetzt als Beispiel zwei Bereiche hast und sagst, es gibt einen Armbereich, so wie es damals den Keller gab, ja klar, natürlich musst du das dort ein bisschen rationieren, weil die Leute ja darum kämpfen sollen, dass sie nicht in den Keller müssen, das ist ja dann das Konzept, aber einfach pauschal zu sagen, wir geben euch jetzt nur Haferflocken oder so, müsst ihr ehrlich sagen, bin ich lächerlich. Also da denke ich mir so, Leute, das Konzept hakt in sich, ja. Wollen wir noch mal über das aktuelle Gerücht sprechen, was es gibt. Da muss ich nämlich auch noch mal was sagen. Eine Sache wollte ich jetzt auch loswerden. Ich finde auch die Moderation extrem lame. Also wenn ich das einfach vergleiche mit diesem Jahr, mit dem Dschungel, wo Jan Köppen, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, ja, also ich bin ja großer Jan Köppen-Fan, die machen das einfach 10.000 Mal besser. Die haben einfach die besseren Schreiber. Die haben die besseren Autoren. Ist Fakt. Ja. Und dabei könnte Marlene auch super lustig sein und super funny. Mhm. Ich finde, Jochen Schropp wird zunehmend zum Nachrichtensprecher irgendwie. Also. Ja. Komm, welches Gerücht hau raus? Naja, also es gibt ja das Gerücht, dass Yvonne Wölke eventuell bei Big Brother jetzt einziehen könnte. Sie ist seit Tagen, hat man das Gefühl, sie ist nicht mehr wirklich aktiv bei Instagram. Es werden irgendwie nur Sachen repostet. Es kommt nichts mehr. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, dann gibt es natürlich super viele Leute, die dann auch Jamila kritisieren, dass sie was dazu sagt. Das Management von Yvonne finde ich, meine, ich bin mit denen gut, aber da muss ich natürlich auch sagen, du kannst natürlich nicht, also ich meine, Yvonne ist ja auch eine, die diese Geschichte nach draußen trägt, so wie alle anderen Personen. Und dann ist es natürlich so, dass man dann auch natürlich nicht anderen Leuten verbieten kann, was dazu zu sagen. Und weil jetzt die Leute auch gefragt haben, warum jetzt Jamila so ein bisschen zweifelt an der Geschichte von Yvonne, ich möchte nicht zu viel sagen, ein bisschen was muss ich dazu sagen, dass natürlich auch dadurch, dass jetzt diese Geschichte wieder groß wird, sich ganz viele Leute melden, die in diesem Dschungelthema involviert waren und ihr nochmal Sachen bezogen auf ihre Tochter stecken oder viele andere Sachen. Und
Wenn du natürlich eine Person hast, der du vertraut hast und das Vertrauensverhältnis schon mal angeknackst war, und das war ja damals im Januar, Februar schon mal so, als Jamila da rauskam, dann macht das natürlich was mit dir. Und dann äußerst du dich auch dazu, wenn du plötzlich das Gefühl hast, dass die Person vielleicht doch nicht so ehrlich war. Und ich glaube, wir sind uns ja alle nicht so einig, wie ehrlich die Geschichte ist. Aber Fakt ist, wenn man mit dieser Geschichte Geld verdienen möchte, und Yvonne verdient damit Geld, dann muss man auch damit leben, dass sich Leute dazu äußern, auch wenn das unangenehm ist. Jetzt dich gefragt, zieht sie ein oder nicht? Also, ich weiß, dass auf jeden Fall ein Trailer produziert wurde. Ja, also den gibt es wohl, dieses Vorstellungsvideo von Yvonne Wölke. Mhm. Ich weiß auch, dass das Management in Verhandlung wohl war, das Management aber mittlerweile sagt, dass es an der Gage gescheitert wäre. Mhm. Ja, dabei frage ich mich, wie hoch ist der Wert einer Yvonne Wölke? Ja, keine Ahnung. Naja, die Frage, ja. Kleingeld wird reichen, aber... Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, man muss jetzt auch mal sagen, wenn es da wirklich Budgeteinsparungen gibt, ja, und die jetzt als Beispiel eine relativ niedrige Summe sagen, ja, dann würde ich jetzt bei dir zum Beispiel auch sagen, naja, pass auf Leute, für die paar Kröten kommt er nicht. Ne? Also die wird jetzt natürlich keine 100.000 Euro verlangen, aber man weiß ja auch immer nicht, was die anbieten. Man muss jetzt auch mal sagen, bei Big Brother, Promi Big Brother, sind die Gagen im Schnitt so lala. Das muss man mal fairerweise sagen. Die Frage ist jetzt, ob die komplett einziehen sollte, ob die nur, ich weiß nicht, also das, was du gerade gesagt hast, erzähl mal weiter. Ich habe noch ein paar Punkte mehr, Ramon. Dann, wie du eben schon gesagt hast, das Instagram-Profil. Es gab zu Beginn einen Mega-Support mit etwa 30 Story-Posts, dass man für Peter. Also der ganze Peter-Support ist weg, verschwunden, gar nicht mehr da. Vielleicht mal ein Repost. Dann war sie jeden Abend zu Beginn der Staffel live gewesen auf Instagram. Mit dem Ellermann, ne? Mit dem Ellermann, ja. Verschwunden, weg. Dann weiß ich, dass einige versucht haben, die Yvonnes Nummer haben, probiert haben, sie zu erreichen und nur die Mailbox drangehen soll. Aha. Ich habe sie nicht angerufen. Also ich war es nicht. Kannst mal testen. Ich kann das jetzt hier nicht testen, das ist voll gemein. Ich kann das jetzt hier nicht testen. Oh, Mensch. Probier's mal. Okay, ich kann die jetzt hier nicht anrufen. Dann geht die ran und dann sind wir hier live quasi. Ja, dann hätten wir die Bestätigung, dass sie nicht einzieht. Ja, also auf jeden Fall soll sie nicht erreichbar sein. Du kannst ja nach dem Ganzen mal probieren. Aber ich meine, du sagst, es gibt einen Trailer, wurde geschnitten, aber ich meine, das schneidet man ja nicht, wenn da nicht drüber nachgedacht wurde. Kann natürlich auch sein, jetzt ist natürlich die Möglichkeit, nachdem ich das so ein bisschen ausgeplaudert hatte, ja, es gab ja um dieses Gerücht unglaublich viel Gegenwind auf Social Media. Es kann natürlich auch sein, dass hier mit diesem Gegenwind durchaus auch Sat.1 nicht gerechnet hat und eben sagt, okay, nee, dann lassen wir es vielleicht doch. Oder ja, gucken, aber dann würde doch Yvonne wieder posten. Ja, gut, also Yvonne ist ja schon jemand, die auch oft, also die schon aktiv bei Social Media ist. Also nur weil sie jetzt nichts zu dieser Thematik, ich weiß, es könnte ja auch sein, dass du gesagt hast, okay, ich äußere mich dazu zur nicht. Zur Aussprache, es kam ja nichts zu der Aussprache, dass die zu diesem Gespräch nicht mal Piep gesagt ja, hat. Ja, aber sie weiß ja, sie postet nichts anderes, aber wenn sie was repostet, sind das ja trotzdem Artikel zu dieser Thematik. Also deswegen macht keinen Sinn. Weißt du? Es macht alles keinen Sinn. Es sind natürlich jetzt Spekulationen. Und aber viel Zeit ist auch nicht mehr. Ich meine, wann soll die denn einziehen heute? Die Sendung heute Abend geht 3 Stunden. Ich glaube, die Sendung geht 3 Stunden. Mit irgendwas muss es gefüllt werden. Ne? Und wenn es mit einem Wölkenbruch ist. Ja. Aber glaube, was sagt dein Bauch? Mein Bauchgefühl sagt mir inzwischen, dass ich, also wenn, erstens, pass mal, wenn die da auftaucht, glaube ich nur als Gastauftritt. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch fix einzieht. Also das vermute ich einfach. Aber irgendwie glaube ich auch, dass sie vielleicht gar nicht dort stattfindet, oder? Ich meine, da wäre wenigstens mal was los. Ja. Also, ich meine, dann wäre wenigstens was los, ja? Ja.
Also, ich meine, dann erwarte ich aber, wenn Yvonne Wölke einzieht, dann möchte ich, dass die draußen im Freien da, in diesem Hof, ja, so ein Bassin aufstellen mit irgendwie 1000 Liter Schlamm und dann möchte ich da bitte Iris und Yvonne im Bikini drin sehen und aufeinander Schlamm losgehen. Catchen oder wie, ja. Also, ja. Das würde ich dann schon gerne sehen wollen und ich glaube, dann hätten sie auch richtig Quote. Abwarten. Abwarten, abwarten, abwarten. Sat 1 hat es ja angeblich dementiert, ja. Haben Sie? Angeblich. Ja, was heißt angeblich? Ich meine, es ist auf einer Seite erschienen, die ungefähr, ja, die so seriös ist wie ein Laufhaus in Shanghai. Okay. Ja, also irgendwie, wie gesagt, ich rechne irgendwie auch nicht mehr damit, aber komisch ist es natürlich schon, dass die quasi wie vom Erdboden verschwunden ist. Ja, wo soll denn die sonst sein? Es wird nur prominent getrennt aktuell gedreht und da kann sie ja schlecht sein. Nee, das kann sie nicht sein. Also das wäre auch viel zu langweilig, hier da reinzusetzen, davon ja. Abgesehen. Ja, das würde aber mit wem soll sie rein? Mit ihrem Mann, der würde das niemals machen. Nein. Nee. Naja, zu den anderen Kandidaten haben wir gar nicht so viel zu sagen, glaube ich, oder? Jürgen Milski hat genauso performt, wie ich es mir gedacht habe. Da möchte ich noch mal ganz kurz was sagen, ja? Ich kann mir das jetzt leider nicht verkneifen. Jetzt gehen bestimmt gleich die Jürgen Milski-Fans auf mich zu. Ich habe diese Thematik natürlich mitbekommen und ich habe auch gelesen, dass Leute geschrieben haben, er hat da recht, die kommen doch aus solchen Momenten, wo ich mir denke, stopp Leute, darum geht es doch gar nicht. Sie hat ihn um etwas gebeten, er fand es nicht so cool und dann hat er sie konsequent abgewertet. Ich halte generell nichts davon. Man kann jemanden auch nicht mögen und man kann auch ein Gespräch verweigern und sagen, pass auf, das, was du gerade von mir forderst, möchte ich nicht, ist alles okay. Dann jemanden einfach nur abzuwerten, um die Person abzuwerten, finde ich lächerlich. Und ich kenne Jürgen Milski nicht persönlich und ich möchte auch seine Karriere um Gottes Willen nicht bewerten. Aber er sollte sich natürlich trotzdem vor Augen halten, dass wenn er jemanden in diesem Kontext abwertet, dass er letztendlich auch, ich sag mal, nur bei Big Brother war, dass er nur 10 Jahre lang, auch wenn er dann Schweinegeld verdient hat, bei 9 Live die Leute gefragt hat, nennen Sie mir ein Tier mit 4 Buchstaben, was mit M anfängt und mit S aufhört, ja? Und dann ist 3 Stunden lang keiner durchgekommen in dieser Leitung, weil natürlich niemand auf dieses Tier gekommen ist. Und er darüber hinaus durch andere Reality-Shows getingelt ist und am Ballermann, halt Leute bespaßt hat, die volltrunken sind. Ist alles gar nicht schlimm, ja? Wir sind auch in so einem Trash unterwegs. Es ist gar kein Problem. Ist halt aber dann ein Problem, wenn ich versuche, mich aufzuwerten anderen gegenüber, ich aber selber jetzt auch keine Tatortfilme oder sonst was vorzuweisen habe. Das finde ich halt schwierig. Ja, das aber auch dann wäre es schwierig, auch dann. Es gibt dafür keinen Grund. Mach deinen sagen, Punkt. Auch dann wäre es schwierig, das macht man einfach nicht. Genau, nenn deinen Punkt, aber ohne. Nicht. Ja. Und auch Suppenhuhn, ja. Da hat er ja im Prinzip dumme Henne gemeint, nicht? Mhm. Oder so. Ja. Naja, also vor allen Dingen haben ja mitunter eben genau diese Formate höhere Abrufzahlen als irgendeine Show, die gerade live im Fernsehen läuft. Ja, das muss man ja auch sagen. Ja, klar. Wenn du jetzt nur mal die Abrufzahlen, nehmen wir jetzt mal das Sommerhaus, ist zwar nicht diese Kategorie Show, aber ist ja jetzt egal. Selbst das Sommerhaus hat ja mit, wie viel waren es, 3,1 Millionen Abrufe nach 4 Tagen, Folge 1? 3,4. Also ich meine, klar ist jetzt nicht das Format, was er meinte. Bei Paulina Temptation mit Hendrik. Das boah, war, das war krass, als ja. Der Kuss im Pool, weil wir sind alle da gesessen. Wirklich. Ne? Oh Gott. Ja, heute schockt uns das natürlich ja. Nicht mehr. Aber und was kriegen wir stattdessen heute bei Temptation serviert? Fake. Ja, also. Fake-Scheiße, sorry. Also, ey, ich habe dir das gesagt, dass das Format Temptation ist beendet. Wir hatten jetzt einfach alles. Wir hatten jetzt wirklich alles. Wir hatten einen Mike Robin, der es probiert hat. Wir hatten eine Paulina, die fremd geknutscht hat. Wir hatten einen Alex, der mit seiner Verführerin ausgezogen ist. Wir haben Mr. Bang Bang gehabt hier, Legat, der es ja richtig hat krachen lassen. So, und damit ist das Format wirklich auch durch. Du kannst es nicht mehr toppen. Wird schwierig, da bin ich gespannt, wie das jetzt wird, ob das jetzt ein einmaliger Totalausfall, das ist ja wirklich ein Totalausfall, oder ob man das wieder in eine Bahn bekommt, wo man sagt, das ist trotzdem durchschnittlich gut. Aber ja, klar.
Es ist eine totale Auswahl, ganz ehrlich. Also der ganze Cast ist schrecklich. Die Sendung ist sowas von langweilig. Und es war meine Lieblingssendung. Ja, ich weiß. Das hat sich auch erledigt. Und nochmal zurückzukommen zu Promi BB. Also die Situation fand ich sehr cringe. Und eben ihn überhaupt nicht positiv, ja. Und ansonsten ist jetzt auch nicht wirklich so viel passiert. Was ich noch sagen muss, ich habe mir relativ viel von Matthias versprochen. Ja, ja, das ist auch sehr ruhig, ne? Ich hatte ja mal einen VW Käfer gehabt, einen alten, ja. Und da ist mir mal wollte ich damit losfahren und drück die Kupplung, da ist das Kupplungsseil gerissen. Das hat dann auch so einen kleinen Knall gemacht. Und so in etwa finde ich diese Performance da drin. Also man hat irgendwie gedacht, okay, hier Krawallnudel Number One zieht ein, irgendwie mit Iris Vorgeschichte, dies, das, tralala. Und es hat einmal kurz Puff gemacht und das war's. Und mehr ist da leider auch gar nicht zu sehen, außer dass die Augenbrauen die Decke berühren. Mhm. Ja, auch nichts, tote Hose, ne? Ja. Naja, dann behalten wir das doch mal im Auge. Ja, wir haben ja heute eine 3-stündige Live-Show vor uns. Da muss ich mich ja richtig beeilen, dass das Video hier schnell online kommt, ja. Und dann danke ich dir. Ich danke dir, ich danke euch. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Checkt den Wochenrückblick bei ihm. Und dann sehen wir uns. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tata.